Hallo und willkommen bei den Spezialisten für BMW und Mercedes. Bei uns bekommt ihr ständig Videos ums Thema BMW und Mercedes, was man letztendlich nachrüsten kann, welche Modifikationen es gibt und entsprechend welche Krankheiten und Probleme. Heute haben wir hier einen BMW 535 Diesel, 286 PS, also Firma Facelift. Bei diesem Fahrzeug geht es heute um das Thema Chiptuning. So, Thema Chiptuning ist für sehr viele interessant, weil dieses Fahrzeug eigentlich ist natürlich ideal für eine Leistungssteigerung. Die Leute, die sich so ein Auto kaufen, 535 Diesel, 286 PS, fast 300, kaufen natürlich das Auto sich nicht, um irgendwie das Schatten mit 30 durch die Gegend zu fahren, sondern die Leute kaufen sich meistens ein Fahrzeug, um die Leistung auch zu nutzen. Natürlich ist bei diesem Fahrzeug eine Leistungssteigerung möglich. Man kann da fast bis 350 PS gehen und ist auch alles sozusagen in Ordnung. Man muss immer nur halt gucken, dass man das Fahrzeug auch technisch okay ist, weil wie gesagt, nicht jede Leistungssteigerung ist sinnvoll, nicht jeder Programmierer programmiert die Fahrzeuge ideal und man muss immer gucken, dass man euch nicht irgendwas verkauft, was ihr letztendlich nicht braucht, beziehungsweise was euch mehr Schaden einrichtet, als ihr braucht. Viele fragen, ob man überhaupt Fahrzeuge über 100.000 optimieren sollte, ob das Sinn macht oder nicht. Natürlich sagen Firmen, die sich letztendlich nur mit einer Sache sich beschäftigen, mit einer Leistungssteigerung, natürlich, Fahrzeuge ab 100.000 ist alles sozusagen erlaubt, alles super und dies und das. Problem ist natürlich bei diesen Fahrzeugen, das kann man nicht verallgemeinern. Das heißt, nicht jedes Fahrzeug ab 100.000 ist schlecht, nicht jedes Fahrzeug unter 100.000 ist ideal. Das heißt, man muss immer halt die Fahrzeuge differenzieren. Man muss immer am besten, bevor man so ein Fahrzeug letztendlich sich dafür entscheidet, prüfen lassen. Das heißt, wenn jemand sich mit diesem Fahrzeug auskennt, dann wird er auch einen originalen Mercedes oder BMW Tester entsprechend halt haben, je nachdem was er halt für Marken bearbeitet. Und mit diesem System sollte man einige Sachen testen. Man sollte gucken, in welchem Zustand sind die Injektoren. Die Injektoren, über die läuft letztendlich eine Leistungssteigerung, denn es wird mehr eingespritzt. Man muss gucken, sind die in Ordnung. Weil wenn die nicht in Ordnung sind, dann macht es ja keinen Sinn, entsprechend über eine Leistungssteigerung die Injektoren noch mehr zu belasten. Und das Problem ist, in der heutigen Zeit tanken wir einen Diesel, der einen Biodieselzusatz hat. Und durch diesen Biodieselzusatz vergucken die Injektoren und die Lebensdauer schwindet. Deswegen muss man gucken, dass die Injektoren entsprechend gut sind, weil erstens sind die teuer, zweitens kann ein Injektor, ein defekter Injektor, in den Kolben ein Loch reinbrennen und das führt zu einem Motorschaden. Wichtiges Thema für eine Leistungssteigerung ist das Abgassystem. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, die Diesel, die haben einen Turbolader. Der hat sogar letztendlich einen, kann man sagen, Twin-Turbo, das heißt einen kleinen, einen großen. So, das heißt, die Turbolader, die sorgen dafür, dass wir auch die Abgase müssen irgendwie von den Turbos verschwinden. Was ist hinter den Turboladern? Da ist der Partikelfilter. Der Partikelfilter ist ein sehr, sehr wichtiges Bauelement und man muss immer gucken, wie voll der ist. Das heißt, der Partikelfilter, der funktioniert so, ihr fahrt in der Stadt durch die Gegend oder auf der Autobahn, der Partikelfilter sammelt den Ruß, den entsprechend der Motor ausstößt. Dieser Ruß wird irgendwann regeneriert, das heißt, es findet eine Regeneration statt und dann wird aus Ruß letztendlich Asche umgewandelt. Das Volumen von Asche ist natürlich deutlich geringer als vom Ruß, deswegen funktioniert der Prozess genauso. Problem ist nur, das Fahrzeug regeneriert nicht dann, wann man möchte. Viele denken, nur weil man einmal auf die Autobahn gefahren ist, dann ist sofort die Regeneration vonstatten gegangen. Das ist leider nicht der Fall. Wenn man vielleicht 30 Mal Autobahn fährt, wenn das Auto ein oder zweimal bei diesen 30 Autobahnfahrten regeneriert, dann hat man schon Glück. Denn damit eine Regeneration funktioniert, müssen bestimmte Bedingungen sozusagen erfüllt werden. Der Partikelfilter muss eine bestimmte Beladung haben. Das Auto muss eine bestimmte Temperatur haben. Wir müssen genug Kraftstoff haben. Die Thermostate müssen öffnen. Diese ganzen Bedingungen müssen erfüllt sein. Und häufig haben wir hier Kunden, die haben wenig Laufleistung, 80.000, 90.000. Und der Partikelfilter ist zu 90% beladen. Der ist nicht defekt. Aber der ist mit Ruß beladen. Würde man dieses Ruß in Asche umwandeln können, dann wäre die Beladung vielleicht bei 10%. Aber wenn das Auto das selbstständig oder eigenständig nicht tut, dann kann es dazu kommen, dass die Beladung von dem Ruß so groß ist, dass das Fahrzeug gar nicht mehr eigenständig sozusagen von Ruß in Asche umwandeln kann. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel eine Leistungssteigerung machen möchtet, lasst das Fahrzeug immer prüfen. Lasst immer gucken, ob der Partikelfilter in Ordnung ist, weil es macht ja keinen Sinn, euch eine Leistungssteigerung verkaufen zu lassen, wenn der Partikelfilter voll ist und ihr entsprechend diese ganze Leistung sozusagen nicht nutzen könnt, beziehungsweise es schädlich für euer Fahrzeug ist. Denkt doch mal selber mal nach. Ihr habt zum Beispiel, sagen wir, 286 PS wie bei diesem Fahrzeug. Wenn der Partikelfilter jetzt aber zum Beispiel zu 80% beladen ist und die Turbos oder das Fahrzeug nur 20% der Abgase ungehindert loswerden kann,
da hat das Fahrzeug doch gar keine 286 PS mehr. Da haben wir vielleicht 240 PS als Beispiel. Und jetzt sozusagen das Fahrzeug zu zwingen, dass er mehr Leistung hat, das ist der falsche Weg. Man muss erst dafür sorgen, dass das Fahrzeug die alte Leistung wieder zurückbekommt. Eine wichtige Komponente, wenn ihr ein Automatikgetriebe habt, ist natürlich das Automatikgetriebe. Dieses ist natürlich sehr, sehr teuer. Das heißt, man muss immer natürlich gucken, dass es im vernünftigen Zustand ist. Wenn ihr ein Fahrzeug habt, was über 200.000 gelaufen hat und ihr überlegt, eine Leistungssteigerung zu machen, kann ja alles sein, dass das Fahrzeug wirklich top ist, dass die Injektoren super sind, Partikelfilter ist wenig beladen. Aber ihr müsst natürlich auch prüfen lassen, in welchem Zustand ist das Automatikgetriebe. Denn das Problem bei diesen 535ern Facelift, die teilen sich das Getriebe mit dem 530er. Die bezeichnen es etwas anders, aber wenn man sich die Teilliste von ZF mal anschaut, die Bauteile von dem einzelnen Getriebe, wird man sehen, das Getriebe ist fast identisch. Das heißt, daher muss man sich anhand sozusagen der Adaptionswerte ein Bild machen, in welchem Zustand ist das Getriebe. Sollte dieses Getriebe überhaupt noch mehr belastet werden durch eine Leistungssteigerung oder sollte man vielleicht lieber etwas anderes machen, wie eine Getriebespülung oder entsprechend einfache Sachen, damit die Motoren letztendlich lange halten. Man muss auch bei diesem Fahrzeug immer darauf achten, bevor man zum Beispiel eine Leistungssteigerung durchführt, ob überhaupt das Fahrzeug, wie schon erwähnt, seine volle Leistung hat. Der Partikelfilter kann zum Beispiel, sagen wir mal, eine gute Beladung haben. Aber man muss letztendlich anhand der Ladedruck-Ist- und Sollwerte, kann man schauen, ob der Turbolader, der kleine oder der große, entsprechend halt die Leistung liefert, die er liefern soll. Denn bei diesen 535ern läuft letztendlich die ganze Turboansteuerung über Unterdruck. Das heißt, wenn zum Beispiel Unterdruckschläuche porös sind, einfach hart werden, oder die Ventile, die den Unterdruck sozusagen verursachen, wenn die nicht mehr hundertprozentig in Ordnung sind, dann öffnet sozusagen die Abgasklappe nicht groß genug und wir haben nicht den Ladedruck, den wir eigentlich haben sollten. Das heißt, wie gesagt, man sollte immer versuchen, das Fahrzeug gesund zu machen, dass er seine alte Leistung wieder zurückbekommt. Und wenn das der Fall sozusagen ist, dann kann man immer noch gucken, wenn das Fahrzeug gesund ist, dass man über eine Leistungssteigerung nachdenkt. Zweite Geschichte oder dritte ist die Kette. Man muss einfach verstehen, wenn man bei Mobile mal so ein bisschen guckt oder allgemein, sehr, sehr viele von diesen Fahrzeugen haben einen Kettenschaden. Das heißt, die Kette reißt. Die Kette reißt häufig auch wegen dem Kettenspanner, dass sich letztendlich dort Dreck sammelt, weil die Leute einfach zu selten Ölwechsel machen. Deswegen, man muss immer halt schauen, dass auch die Kette letztendlich schön stramm ist und oder mal gemacht wurde oder wie häufig die Ölintervalle mal gemacht wurden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert gerne unseren Kanal. Wir stellen euch jede Woche ein neues Video online zum Thema Mercedes-BMW. Wie gesagt, jetzt zum Thema Chiptuning, ein anderes Mal zum anderen Thema. Deswegen sehen wir uns das nächste Mal. Auf vielen Dank und bis zum nächsten Mal.